Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Teil des Webinars Wasservermalbare Ölfarbe. Und heute Abend geht es ums impressionistische Malen und das ist in dem Fall schon der zweite Teil. Also falls jemand den ersten Teil verpasst haben sollte, kann er ihn, ich glaube, da kann ich es dann einblenden, nachsehen. Denn letzte Woche habe ich schon wiederum dieses Bild gemalt und im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich zwar einen Teil rübergebracht habe, aber einen anderen Teil, der ist noch nicht ganz so klar geworden. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir schon mal im Stream drin. Ich möchte euch bitten, dass ihr mir wieder vielleicht die Daumen hoch gebt, dass das alles technisch in Ordnung ist, dass ihr mich gut hört und seht und alles tippitoppi ist. Und ansonsten, ja, wie schaut's aus? Also ich bin immer ein bisschen zeitlich verzögert. Also insofern muss ich mal schauen, bis dann irgendwie die Informationen im Chat reinkommen. Ja, anfangs möchte ich mich natürlich wie immer bei euch recht herzlich bedanken für die Unterstützung meines Kanals in finanzieller Art und Weise. Und was ich natürlich total super finde, ist, dass ich diese ganze Veranstaltung jetzt nicht auf irgendeiner, wie soll ich sagen, auf einer Pay-Basis machen muss, dass man sich anmelden muss und dann nur der sich angemeldet hat und gezahlt hat, dann teilnehmen kann. Und durch diese freiwilligen Spenden ist es natürlich so, dass ich weiterhin den Stream so machen kann, was natürlich dann total super ist. Also und da bin ich natürlich auch ziemlich geplättet, dass das so gut funktioniert. Und ich danke natürlich recht herzlich dann auch immer wieder für die Unterstützung meiner Arbeit in Form natürlich dieser PayPal-Spenden, wo der Link unten in der Videobeschreibung ist. Und es ist in dem Fall auch so von bis, je nachdem, was ihr geben könnt, bin ich natürlich dankbar drüber und bedenkt einfach mal, wie das ist, wenn ihr ins Kino geht, wie viel euch ein Kinofilm kosten würde. Ne? 1,5 Stunden, die ich hier mache. Meistens mache ich länger. Heute kann ich das euch nicht versprechen, wie lange das dauern wird, denn ich werde wahrscheinlich nicht ganz so viel machen müssen. Das ist schon mal das Gute dran, aber natürlich Wesentliches. Die andere Sache ist, die andere Unterstützung, die ihr mir zukommen lassen könntet, das ist natürlich logischerweise das Liken dieses Videos, was schon geschieht, finde ich natürlich total super. Das Kommentieren ist auch natürlich wichtig, die Interaktion. Und da geht es natürlich auch so, dass ich auch wiederum euch dankbar bin, wenn ihr mir Anregungen gebt oder Tipps oder Verbesserungsvorschläge, Themenvorgaben. Je nachdem, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich lese die und bemühe mich natürlich auch, diese Kommentare zu beantworten. Für diejenigen, die das erste Mal da sind, ist es natürlich super, wenn ihr auch den Kanal abonnieren würdet. Und die andere Sache ist, dass ich das jetzt auch noch mal kurz sagen möchte, denn vielleicht diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen das natürlich und diejenigen, die vielleicht auch etwas neuer dabei sind oder heute auch das erste Mal, da möchte ich es einfach auch noch mal erklären. Es ist so, grundsätzlich gehe ich nicht unbedingt so, ich will gar nicht so österreichisch sein, also ich gehe nicht so vor, dass ich euch haarklein die Dinge erkläre. Also das heißt, ich bin nicht der Meinung, dass wenn ihr genau die gleichen Pinsel habt wie ich, dass ihr die gleichen Ergebnisse bekommt. Denn ihr könnt die gleichen Farben kaufen, ihr könnt die gleichen Pinsel kaufen, ihr könnt die gleiche Leinwand kaufen. Was ihr aber tatsächlich kaufen solltet, um so zu malen wie ich, das ist mein Gehirn. Und das könnt ihr leider nicht kaufen. Also das heißt, ihr müsst schon bei euch bleiben. Und deswegen ist es auch so, dass dieses Webinar und diese Streams, all das, was ich natürlich hier auf diesem YouTube-Kanal mache, so aufgebaut ist, dass ihr nicht nur technische Anleitungen kriegt, sondern auch Grundsätzliches. Und heute Abend ist wiederum wie schon letzte Woche ein Abend, wo es auch um was Grundlegendes geht. Also das hat jetzt einerseits mit dem Impressionismus zu tun und andererseits natürlich auch mit ganz grundlegenden Prinzipien der Malerei. Da werde ich dann natürlich dann auch drauf eingehen. Ich schaue jetzt mal, ob da im Chat alles in Ordnung ist, weil es wird dann auch so sein, dass ich heute Abend, dadurch, dass ich vielleicht nicht ganz so viel malen werde, auch dann etwas mehr Zeit habt für den Chat. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann bitte markiert meinen Namen mit einem Ad. Also in dem Fall wird es dann auch aufpoppen bei euch, Stefan Nützel, so heiße ich. Und dementsprechend kann ich natürlich dann auch diese Frage besser im Chat rausfischen,
weil sie natürlich dann für mich dann markiert bleibt und ich somit sehe, wenn ihr eine Frage an mich richten solltet. Nur zum Organisatorischen werde ich am Schluss auch nochmal sagen, am Freitagabend wird dann die Künstlerbibliothek fortgesetzt und es geht um Edgar Degas und seine Porträts. Also der Stream ist schon angelegt, den findet man schon in der Künstlerbibliothek. Er wird am Freitag, den 22. um 20.30 Uhr hier in diesem Kanal zu sehen sein. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dann auch wieder reinschaut und Zeit habt, dem zu folgen, denn es ist ziemlich toll. Interessanterweise hat es nicht unbedingt was damit zu tun, obwohl er ein Zeitgenosse der Impressionisten war, war es so, dass der Degas einen wunderbaren Spruch von sich gelassen hat. Er hat nämlich dann beobachtet, wie seine, man muss sagen, er war auch eine Generation älter als die meisten Impressionisten, also als zum Beispiel Monet und Renoir, die eigentlich so ein bisschen die Gründervater dieser Bewegung waren. Und die haben dann zu dem Manet und zu Degas aufgeschaut und haben die auch als Mentoren gesehen. Und der Degas hat dann, wie die Impressionisten dann immer wie wild mit ihren Malköffern und Staffeleien dann in die Wildnis hinausgetigert sind, hat dann der Degas irgendwann einmal gesagt, also Malen ist doch kein Sport. Und in diesem Sinne werden wir jetzt dann zu diesem Bild dann kehren. Ansonsten gibt es noch was anderes Organisatorisches, weil es nämlich jetzt auch schon seit diesem Jahr angelaufen ist. Also jedes Jahr bringt immer was Neues. Denn ich habe jetzt angefangen, eben auch so Einzelbesprechungen, Einzelstunden zu geben, Coachings und Bilderbesprechungen. Oder in dem Fall auch, wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, ist es so, dass wir dann 1:1 über Zoom dann Stunden ausmachen können. Das wird dann demnächst auch auf meiner Homepage zu finden sein. Und die Homepage führt mich zum nächsten Thema. Wer Informationen von mir haben möchte, weil auch dann hoffen wir mal, dass wir aus dem Lockdown rauskommen und dass wir vielleicht mal fröhlich, weil schon die Annette im Chat gesagt hat, wir uns dann wiedersehen persönlich und vielleicht auch mal den einen oder anderen Kurs in Person machen können, ist es auch so, dass ich dann auf meiner Homepage die Möglichkeit habe, dass ihr euch in ein Newsletter eintragen könnt. Das findet ihr auf der Kontaktseite und da bekommt ihr dann auch immer meinen persönlichen Spam, mit dem ich euch natürlich zumülle. Nein, in dem Fall werde ich so in der Regel eins im Monat oder sogar noch sporadischer einfach was raussenden. Also, aber in dem Fall kriegt ihr natürlich Informationen über die Webinare und Sonderveranstaltungen, Ausstellungen und die Kurse. Ansonsten sind wir jetzt eigentlich schon beim Thema. Also das waren die Präliminarien. Ich habe 8 Minuten gebraucht. Also ich habe Tempo gemacht. Schauen wir mal. Ansonsten, ich habe keine Ahnung. Okay. Also in dem Fall, ja, der Bernd Gleisner sagt, in Konkurrenz zu Andrew, am Freitag hatte Andrew auch seinen Stream. Also dadurch, dass er ein guter Kollege von mir ist, ist es einfach so, dass ich das nicht verschweigen kann. Natürlich werde ich... bleibt euch natürlich überlassen, ob ihr den Degas anschaut oder den Andrew. Aber in dem Fall sind die Sachen ja natürlich immer online, man kann es dann nachschauen. Also je nachdem, was euch natürlich mehr interessieren sollte. Ansonsten, da Stelio, Stefan, das ist so, was ich mag bei dir, Stefan. Und jeder soll seinen eigenen Stil und seine Kreativität erlernen. Ja, und das finde ich ziemlich wichtig. Also das ist echt auch so eine Geschichte, die mir wichtig ist und die auch eine Basis meines Unterrichts ist. Denn es geht eben auch so, ich unterrichte auch deswegen, weil ich an diese Grundlagen glaube. Und, oder besser gesagt, diese Grundlagen sind dann das, was man auch erlernen kann. Und wiederum, weil mein Freund Andrew schon erwähnt wurde, ist es eben so, ich muss mal kurz schauen, ja, ist alles in Ordnung. Ist es so, dass wir relativ deckungsgleich sind in dem, was wir unterrichten, über was wir sprechen. Und die Bilder, die wir aber machen, die sind sehr unterschiedlich. Und das hat mir dann auch gezeigt, und da habe ich vom Andrew ziemlich viel gelernt, dass es eben auch um diese Grundlagen geht. Und diese Grundlagen, die bedeuten ja nur die Basis, auf der dann der persönliche Ausdruck sitzt. Und der persönliche Ausdruck, der ist natürlich im Temperament, in der Emotionalität und in der Handschrift und noch in vielen anderen Dingen, die euch alle unterscheiden.
Es wurde auch das letzte Mal schon angesprochen. Ich werde wieder mal eine Besprechung machen, weil ich weiß nicht ganz genau, wie weit wir jetzt auch schon in dem wasservermalbaren Ölfarben-Webinar sind, ob es jetzt mal an der Zeit wäre. Und dementsprechend denke ich einfach mal, dass dann auch mal wieder eine Besprechung an der Zeit ist. Und diese Besprechung, die Besprechungen, die wir dann beim Gouache-Webinar schon hatten, die war natürlich schon der Wahnsinn, einfach zu sehen, wenn Vorlagen von mir verwendet wurden, wie unterschiedlich die Bilder waren. Also super. Und da bin ich natürlich auch schon gespannt, was entstanden ist. Zum Teil sehe ich das natürlich auch immer wieder auf Instagram, was da gepostet wird. Und da bin ich schon sehr, sehr begeistert. Wiederum Hashtag Pinnwandnützel. Instagram. Ja, ansonsten gehen wir weiter. Denn es geht heute um dieses Bild. Und was ich das letzte Mal gemacht habe, und ich muss jetzt, glaube ich, kurz nochmal einen Schluck nehmen. In dem Fall, wir haben das schon im Chat vorher besprochen. Ich habe mich getäuscht. Es ist kein Gin Tonic. Also vielleicht bin ich ja so besoffen, dass ich es nicht mehr weiß. Aber es ist ein Wodka Tonic. In diesem Sinne, Salute. Oder Chin Chin, wie der Stelio sagen würde. Okay, die Bildbesprechung, die kommt schon ziemlich gut im Chat. Stelio schreibt schnell noch ein Schneebild. Der Frühling kommt bald. Ja, also ich werde dann schon umschwenken und so. Ja, die Monika sagt, du redest aber tausendmal mehr als der Andrew. Ich habe es dann auch den Stream letzten Freitag angeschaut und da habe ich dann festgestellt, dass der Andrew dann irgendwann schon mal Schmähstart war. Und da muss man natürlich sagen, ich habe jetzt echt ein leichtes Problem mit dem Wort Talent und ich vermeide es wirklich auch zu verwenden, denn ein amerikanischer Maler hat mal gesagt, Talent ist nur das andere Wort für die Liebe zu einer Sache. Dementsprechend geht davon aus, dass ihr einfach Talent habt. Und dann macht euch keine Gedanken mehr drüber. Das andere ist harte Arbeit. Ne? Ihr wisst ja diesen Spruch, dass Kunst, 20% Transpiration, 20% Inspiration und 80% Transpiration und sind also diese Verhältnisse sind natürlich dann auch immer wieder umtriebig und so. Okay, also, das heißt, da Richard S. sagt Andrew Fragezeichen, also ich denke, da geht es jetzt um Andrew Judd, meinen kanadischen Malerkollegen, falls das nochmal klar gemacht werden sollte. Und ansonsten ist es so, dass ich das letzte Mal bei dem Bild bin ich hergegangen und habe die Farben gesteigert. Und ich habe euch dann auch erklärt, dass es darum ging, die Tonwerte auch ein bisschen zu verändern. Also das heißt, die hellen Tonwerte, also die Weißtonwerte und die Schwarztonwerte zu kappen und sich irgendwo so ein bisschen im Mittelfeld aufzuhalten. Also das sieht man dann auch, wenn ich jetzt auf das Bild gehe, sieht man das dann auch hier. Ihr habt jetzt hier auch ein bisschen die Vorlage, die einfach um einiges dunkler ist als das, was auf meiner Malplatte ist. Und das war die eine Sache. Das heißt, ich habe die Farben gesteigert. Und was ich heute eben machen werde, ist, diese Flächen dann noch aufbrechen in verschiedene Kontrastfarben. Und da ist dann eben dieses Prinzip, dass ich grundsätzlich das tonale System, das ich jetzt etabliert habe, beibehalte und auf diese Fläche dann verschiedenste Farben reinmal. Das habe ich schon hier oben angefangen, dass ich hier oben in dem oberen Teil, das sieht man dann bei der Großaufnahme, rosa zum Beispiel reingemalt habe. Und in dem Blau taucht dann das Rosa auf. Und das bedeutet, dass ich hier unten auch schon angefangen habe, verschiedenste Farben in die Flächen hineinzumalen. Und um das wird es dann heute gehen. Die andere Sache ist eben, dadurch belebe ich die Flächen und ich schaffe dann auch eine gewisse Unruhe. Und man sieht dann jetzt auch schon in der Fläche, interessanterweise aus der Entfernung kann man das gar nicht mal wirklich so gut sehen, aber in der Großaufnahme, wenn ihr das dann seht, ist es so, dass ich hier schon diese Flächen reingegeben habe, da, also diese einzelnen Kontrastfarben und hier bin ich auch mit roten Tönen reingegangen und es war so dieser Schluss, da habe ich auch schon einen Temperaturwechsel. Also ich bin zum Teil einfach auch so vorgegangen und werde das jetzt dann auch weiter vorantreiben. Die andere Sache ist eben, dass wenn ihr auch ein bisschen Zeit habt, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, auch ein
ein bisschen euer Bild aufzuräumen. Also ich finde es zum Beispiel gar nicht mal so wichtig, dass jetzt zum Beispiel hier der Giebel so super gerade ist oder in dem Fall eine harte Linie ist. Weil auch diese harten Linien, die ziehen dann unser Auge dann auch immer sehr stark hin. Und ein anderer Aspekt, der dann heute dann sehr stark zum Tragen kommen wird, das ist, das könnt ihr vielleicht auch in der Kamera ganz gut sehen, dass ich das letzte Mal die Farbe ziemlich unverdünnt verwendet habe und habe auch so ein leichtes Impasto geschaffen. Und durch dieses Impasto entstehen hier interessante Strukturen erst einmal. Ich habe diese Malplatte, die ich da verwendet habe, die ist eine gekaufte Malplatte mit einer Baumwolle beklebt. Und bevor ich dann drauf gehe, ist es auch so, dass ich in der Regel immer mit einer grauen, hellgrauen Acrylfarbe drauf gehe. Und diese hellgraue Acrylfarbe, die trage ich dann auch, und das kann man hier sehen, die trage ich pastos auf und lasse die Pinselstriche stehen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dieser pastosen Ölfarbe drüber fahre, dann entsteht hier ein Pinselstrich, der aufreißt. Und diese Geschichten, die kann ich jetzt noch verstärken, indem ich weitermal und das Wichtige dabei ist, dass ich tatsächlich die Farbe nicht mehr verdünne. Ne? Also, und das ist jetzt so meine Vorgehensweise. Und ich werde einfach auch ein bisschen damit spielen. Und zum Beispiel, ich finde jetzt den Baum hier jetzt nicht so richtig prickelnd, den ich da gemacht habe. Und da kann ich auch noch ein bisschen aufräumen. Mir ist das jetzt ein bisschen so klumpig. Und ihr müsst auch, wenn ihr, und das ist auch das Gute dran, wenn ihr euer Bild gemalt habt und ihr müsst es jetzt nicht an einem Tag fertig malen, dann habt ihr eben den Vorteil, dass ihr dann auch das nochmal setzen lassen könnt und entscheiden könnt, wie ihr da in dem Bild noch weitermacht. Die andere Sache ist, also das heißt, ihr seht jetzt natürlich, wo Fehler sind oder lassen wir es mal Fehler dahingestellt sein. Ich sehe, wo Stellen sind in meinem Bild, die ich nicht so möchte. Es gibt nicht keine Fehler, sondern es gibt einfach nur Entscheidungen. Treffe ich die richtige oder nicht die richtige? In dem Fall treffe ich eine Entscheidung und wenn ich das so will, dann will ich das so und dann muss das dann auch so sein. Und dementsprechend überlege ich mir von vornherein, was ich denn da machen kann. Die andere Sache, die jetzt noch dazu kommt, ist, dass wenn jetzt die Farbe getrocknet ist, ne, dann habe ich den Vorteil, dass ich jetzt wieder mit sauberer, knalligerer oder leuchtenderer Farbe draufgehen kann. Ne? Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, um den es jetzt geht. Und wie gesagt, die Farben sind wiederum, kann ich jetzt einfach nochmal zeigen, Titanweiß, Cadmiumgelb hell, Cadmiumgelb dunkel, Cadmiumrot hell, Chinacridonrosa, gibt es nicht mehr, das war gebranntes Siena, habe ich aber nicht drauf, also verwende ich nicht, Ultramarinblau und Phthaloblau. Hier ist schwarz, das habe ich jetzt nur noch aus Langeweile drauf, also ich werde es auf keinen Fall verwenden, weil das geht total gegen den Impressionismus. Ne? So, es ist wieder eine interessante Diskussion im Chat und so, aber ich habe schon mittlerweile echt manchmal das Gefühl, dass das Ganze wie so ein Stammtisch wird mittlerweile, jede Woche. So, und in dem Fall ist es jetzt auch so, dass ich dann eben auch euch zeige, wie ich jetzt mit solchen Flächen umgehe, weil das, was ich jetzt auch mache, ist, dass ich auf das gehe, was mich am meisten stört. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, hier habe ich zum Beispiel irgendwelche komischen Tonwertwechsel, die ich da nicht unbedingt haben möchte. Ich möchte das hier hinter dem Baum einfach ein bisschen ruhiger gestalten. Und die große Schwierigkeit ist natürlich jetzt im Gegensatz zum letzten Mal, dass meine Palette eben sauber ist. Und dementsprechend werde ich jetzt mir Farben anmischen und muss die erst einmal testen. Erst wenn ich so durch das Bild gegangen bin, dann habe ich wieder den Vorteil, dass ich schauen kann, ja, ob der Tonwert passt. Und das muss ich immer erstmal testen. Also das heißt, deswegen tippe ich das drauf und schaue jetzt, dass ich eben auch mit anderen Kontrastfarben. Und das bedeutet, jetzt habe ich hier den richtigen Tonwert und ich will es aber dann bläulicher haben. Und jetzt seht ihr schon, ich habe da einen Tonwertwechsel, der viel zu brutal ist. Und
Den kompensiere ich mit dem Weiß. Und wenn ich die Augen zusammenkneife, dann kann ich den Helligkeitswert erkennen. Das ist zu dunkel. Und jetzt entsteht schon eigentlich auch ein bisschen so ein Grauton. So. Und ich gehe jetzt so vor, dass ich diese Flächen, die ich da jetzt dreimal schau, wo dann die Tonwerte dann reinpassen. Und ihr müsst euch da auch gar keine Gedanken machen darüber, ob jetzt das schon richtig ist oder nicht. Es geht auch darum, dass ihr mehr Farbe drauf kriegt. Das Gute daran ist auch, dass ich brauche jetzt eigentlich nur ein Tuch, um den Pinsel sauber zu machen, wenn ich jetzt im gleichen Tonwertbereich bleibe. So, das heißt, durch das, da waren einfach ein paar helle, seht ihr das, ein paar helle Tonwerte, die mir nicht so getaugt haben. Und durch diese Farbtöne, die nebeneinander stehen, gibt es dann so ein Leuchten. Das heißt, ich kann jetzt den Pinsel so sauber machen und mache jetzt mal einen viel knalligeren Ton und schau auch, ihr seht es, ich mische die Farben immer direkt nebeneinander, damit ich das Ganze auch viel besser beurteilen kann, dass die Tonwerte passen. Und immer die Augen zusammenkneifen, dass ihr auch erkennt, hier zum Beispiel, das ist jetzt zu dunkel. Und dann, das da war zu dunkel. Und dann korrigiere ich das. Und das kann ich jetzt auch, ich weiß, das ist da oben. Da schaue ich jetzt dann, dass ich diese Flächen verbessere. Ihr seht schon, durch diese rosa Flecken, die sind jetzt im Fernseher, sind die um einiges zu stark. Aber bei mir hier ist es glatt so, dass es ziemlich gut passt. Und das Gute daran ist, wenn einen dann eine Farbe stören sollte, dann kann man die auch ziemlich gut wegmachen. Was aber jetzt auch passiert ist, das seht ihr dann auch, dass je mehr ich pastose Farbe drauf gebe, desto mehr reißt dann die Fläche auf. Mein Freund Andrew, ne, also ich muss ihn wieder zitieren, wir haben dann drüber geredet, er hat sich das dann auch letzte Woche angeschaut, das Resultat. Er meinte, dass diese Ecke ein bisschen problematisch ist. Das heißt, so vom Helligkeitswert. Es ist zwar wie auf der Fotografie, nee, in dem Fall, es ist so, es ist irgendwie die falsche Farbe und ich muss es mehr in diesen vorderen Bereich. Dieser Teil hier fällt raus. Und das werde ich dann auch noch zusammenbringen. Aber ich konzentriere mich jetzt mal hier oben auf den Himmel. Den mache ich jetzt fertig und ich arbeite mich dann durch das Bild. Ich habe schon irgendwie so... Und auch wenn die... Wenn ihr den Pinsel, den müsst ihr gar nicht einmal so richtig gut sauber machen, weil wenn ihr dann, also das Einzige, um was es geht, ist, dass ihr die Feuchtigkeit aus dem Pinsel rauskriegt, damit, das zeige ich euch dann gleich, damit der Pinsel nicht diese verschmutzte Flüssigkeit rauslässt. Und das ist total egal, ob ihr da jetzt mit
mit wasserformbaren Ölfarben oder mit dem normalen Ölfarben oder mit Acrylfarben arbeitet. Wichtig ist, dass das hinten, also gerade wenn ich jetzt hier diese Farben habe, dass ich den Pinsel, wenn ich ihn sauber gemacht habe, dass er keine Flüssigkeit mehr enthält. Das heißt, der kann hinten schon dreckig sein, da hinten, ne? Aber ich darf nicht so arg aufdrücken, dass ich diese schmutzige Farbe rausdrücke. Und der Himmel an sich, der ist tatsächlich eine der schwierigen Flächen, weil ich zeige euch das jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, na, ich mache es dann später bei den dunklen Farben, da ist es nicht so wild, weil ich will jetzt da eigentlich auch gar nicht groß was ruinieren. Und ihr seht jetzt, hier wechsle ich selbst in den Blau, das hier ist Ultramarinblau und Weiß und das ist Phthaloblau und Weiß. Und wenn ich dann nur einen leichten Tonwertwechsel mache, und das ist ein leichter Tonwertwechsel, ein Farbtemperaturwechsel, Entschuldigung, kein Tonwertwechsel, sondern ein Farbtemperaturwechsel, habe ich den großen Vorteil, wenn er das anschaut, dass diese Flächen immer lebendiger werden. Gar nicht gewusst, dass ich ein Impressionist sein kann. Hier zum Beispiel, da könnte ich jetzt so vorgehen, dass ich, also ich sehe es jetzt im richtigen Leben, dass diese Fläche mehr violett ist. Und ihr könnt natürlich auch relativ genau vorgehen und das jetzt alles so wie die Pointillisten das gemacht haben, in einer Richtung machen. Es ist eine Vorgehensweise, aber ihr könnt es auch nicht machen. Da, das ist jetzt zum Beispiel. So, dass ich jetzt diesen Kontrast, diese Kante, die will ich drinnen haben. Die möchte ich haben, diese Kette, also diese Baumkette, die da drin ist, die deute ich an. Und das werde ich aber da noch raushauen, indem ich da noch heller rangehe. Und was ich im Moment dann, an was ich arbeite, ist, dass ich einerseits es beruhige, also dass ich die Formen zwar nicht verliere, aber gleichzeitig die Flächen belebe. Weil zum Beispiel, ich gehe jetzt mal zu den kräftigeren Farben. Also ich greife jetzt wirklich total in die Farbkiste. Ob ihr das jetzt mögt oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Aber ihr seht schon, sobald ich etwas saturiertere Farben reinmal, wird das Ganze anders ausschauen. Und das ist eben diese Art von Impressionismus, dass diese Farben sich dann auch etwas verschleppen. Wichtig ist, dass ihr immer darauf achtet, dass der Tonwert richtig ist. Zum Beispiel hier, wenn ich jetzt dann, ich mache diese Farbe, bringe ich zum Grün. Hier, das ist ein Grünton. Und ich habe jetzt den Grünton wieder auf den gleichen Tonwert gemischt. Schau ich das an. Also das heißt, ich gehe in den Farben, versuche ich beim tonalen System zu bleiben. Also das heißt, das tonale System, das ich angelegt habe, bei dem bleibe ich. Und variiert es. Ihr seht jetzt diesen Dunst zum Beispiel, den könnte ich jetzt noch rausarbeiten. Ich sehe hier oben sehe ich es dunkler und nach unten hin zu den Bäumen hin ist es ein bisschen heller und hat diese Atmosphäre. Na? Okay. Also ich habe jetzt echt glatt mal im Chat, es ist alles vergessen, also besser gesagt vergessen. Und
Ich probiere das jetzt einfach mal, dass ich diese Farbe hier unten reinmal und schaue, was dann da passiert. Und denkt drüber nach, wenn es cool ausschaut, ist ole ole. Hier zum Beispiel. Will ich es ein bisschen geschlossener haben. Und ihr könnt natürlich dann auch, wenn euch das so unruhig wird, könnt ihr ganz ohne Probleme dann die Farbe wieder so zusammenziehen. Da, wenn die zu groß geworden sind. Und ihr seht schon, wenn man ein bisschen aufräumt, klärt sich das dann schon und schaut angenehmer aus. Danke, Annette. Besser, du bekommst nicht alles mit. Ich tue es dann im Nachhinein lesen. Ne? Und dann schreibe ich euch gemeine Kommentare. So. Jetzt hier will ich jetzt ein... Entschuldigung. So einen Ton. So einen Ton hier oben reinmalen. Und die Grundfarbe, die dann da oben bleibt, ist ja schon das Blau. Also das ist die Hauptfarbe, die da oben ist. Und ich muss schauen, dass ich da auch das nicht übertreibe, dass es dann zu auseinanderfällt. Also zu sehr auseinanderfällt wäre zum Beispiel noch ein besserer Satz. Was aber auch ziemlich günstig ist, das ist, wenn man schaut, wo man die Farbe noch unterbringen kann. Weil tatsächlich würde ja auch dann der Himmel da rein reflektieren. Also jetzt hier diesen Übergang, den könnte ich jetzt einfach noch ein bisschen softer machen. Je nachdem. Oder ich kann ihn ein bisschen knalliger machen. Also ich habe die Tendenz zu letzterem. Alex schreibt, diese Feinheiten sind bei mir schwer zu erkennen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, was ich da jetzt mache, weil es ist tatsächlich jetzt wirklich auch so eine Geschichte, die, wo ich wo einfach diese feinen Nuancen dann sind. Das Nette an der Sache ist aber auch, dass die Oberfläche immer schöner wird. Also das ist so, wenn man das sieht, ich werde das Bild dann auch fotografieren. Ich werde es dann fotografieren und werde euch das dann mal online stellen, wo ihr dann auch die Oberflächenstrukturen sehen könnt. Und auch ein Klassiker ist sicherlich auch, dass man in der Regel zu wenig Farbe im Pinsel hat. Da sehe ich, dass da das Ganze noch ein bisschen heller ist. Und es gibt zum Beispiel, da muss ich jetzt ein bisschen klugscheißern, ich hatte eine Professorin, die mit uns Kunstgeschichte gemacht hat und die hat dann auch sehr viel Theorie mit uns gemacht und uns dazu gebracht, dass wir uns etwas mehr mit unserem Kopf auch bemühen. Also das war damals noch im Grafikdesign. Denn es ist einfach auch so gewesen, dass wir halt einfach auch nicht ganz so sehr mit dem Kopf arbeiten müssten. Das ist an der Akademie oder im Grafikdesign war das fast das Gleiche. Denn sie hat dann von uns dann eigentlich auch theoretische Sachen verlangt, die man normalerweise auch nicht gemacht hat an der Fachhochschule. Und ich habe dann einige Themen gehabt, die über Farbe gingen. Und da hat es einen Kunsttheoretiker gegeben, der hieß Max Imdahl. Und der hat dann so über die Farbe auch bei Tizian geschrieben.
Und unter anderem dann nehme ich auch dann bei den französischen Malern. Und er hat es dann, dieses Aufreißen eines Pinselstriches, wo dann andere Farben durchschauen, das ist was, was der Monet andauernd gemacht hat in seinen Bildern. Das nennt sich dann Flochetage, also das Verflechten dieser Farbe. Und es bedeutet, dass wenn ich jetzt den Pinsel so trocken draufreibe, hier, dann nimmt nur das Korn der Oberfläche die Farbe an und die andere Farbe unten drunter schaut raus. Und das ist ein Effekt, den kann ich nicht unbedingt mit also à la prima erzielen. Also das heißt, diesen Effekt, den erziele ich dann, wenn ich auf die trockene Farbe gehe. Und das bedeutet aber auch, das ist auch eine Technik, die insofern auch gut zu verwenden ist für die Acrylmalerei. Wenn ihr mit Acrylfarben malt, dann könnt ihr durch dieses trockene drüberfahren, das nennt man dann im Amerikanischen, heißt es auch Scumbling, habt ihr die Möglichkeit, weiche Übergänge zu machen, obwohl die Farbe trocken ist. Ihr seht es, ne? Ich muss nicht meine ganze Oberfläche zusammenmalen und damit ich dann diese weiche Anmutung habe. Ne? Oh, das ist nicht gut, Alex. Also, das ist, wenn du nur eine 184er Auflösung hast, dann kannst du natürlich nichts sehen, ne? Ich meine, weil das gerade durchdiskutiert wird im Chat. Halt, falsche Farbe. Man dürfte den Faden nicht verlieren. Es ist sicherlich so, dass es total wichtig ist, dass ihr das Bild auch aus der Entfernung seht. Jetzt schaue ich zum Beispiel, das kann ich im Bildschirm ganz gut sehen, dass das hier die falschen Tonwerte sind. Und wenn ihr die falsch habt, dann geht er nochmal drüber und übermalt sie. Und schon also das ist eine ziemlich klasse Sache, so zu arbeiten. Also und wenn ich jetzt auch, ups, da bin ich ins Blau reingefahren. Ei. Wenn ich jetzt das Ganze noch ein bisschen kräftiger machen möchte. Probier das mal. Ne, schaut nicht gut aus. Ja. Ich werde mich jetzt nach unten bewegen, in den unteren Teil, dass ich da jetzt dann da weiterkomme. Ne? So. Und da ist es so, dass ich jetzt also mit der Größe von Pinsel gearbeitet habe. Also falls ihr euch wieder fragt, das sind diese Brislon von der Firma Wesner. Und es ist aber das Problem an der Sache, finde ich, mit diesen Synthetikhaaren, da stellt sich jetzt auch wieder fest, ich kriege die Haare fast nicht mehr sauber. Irgendwie hält diese Ölfarbe ganz komischerweise in diesen Haaren. Selbst mit Seife und Wasser geht es nicht mehr richtig gut sauber. Aber wie gesagt, so. Das heißt, ich nehme jetzt hier den blauen Ton. Und schau mal. So, zu dunkel. Ich muss es immer erst einmal ausprobieren und drauf tippen und schauen. Und jetzt sehe ich es auf der Palette. Ich habe ihn jetzt um einiges heller gemacht. So. Und jetzt finde ich ihn aber, na wobei, es ist wurscht. Ich mache ihn jetzt erstmal ein bisschen wärmer mit dem Chinacridon-Rosa. Und jetzt ist er immer noch zu dunkel. Ich mache ihn jetzt heller. Also das heißt, sobald ich neu in eine Fläche reinmal, so, und da bin ich jetzt.
Mir knallen diese grünen Teile auch ein bisschen zu arg raus. Das heißt, ich nehme die jetzt zurück. Genau. Und einfach probieren. Das ist so, ihr könnt einfach die Farbe mal draufmalen und schauen, ob das euch gefällt. Jetzt ist natürlich hier dieses Gebiet hier, das ist ein bisschen langweilig. Und was ich da finde, ist, dass da auch etwas eine andere Farbe rein sollte. Also tatsächlich, damit das Ganze nicht zu langweilig wird in der Grundfarbigkeit. Und ich probiere immer wieder aus. Und das Tolle daran ist, dass ihr jetzt aufgrund dieser Vorgehensweise habt ihr einfach die Möglichkeit, diese ganzen Oberflächen ziemlich zu beleben. Also die Martina fragt, die Spachtel kommt beim nächsten Bild. Wir hatten das gesagt, warte mal, haben wir letztes Mal nicht gesagt, dass er heute. Ja, genau. Ach so, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe dann echt umgeschwenkt. Ich habe mir das mit der Spachtel noch ein bisschen aufgehoben. Ehrlich gesagt. Und das mache ich wirklich beim nächsten Mal. Ich habe dann nämlich gesehen, dass ich dieses Bild tatsächlich fertig malen möchte. Da. Und was auch natürlich immer hilft, ist, dass ihr schaut, dass ihr, wenn ihr eine bestimmte Farbe im Pinsel habt, kann es sein, dass dieser Tonwert irgendwo noch hinpasst. Und dann malt das dann auch drauf. Jetzt hier. Da ist der Baum. Ich werde dann den Baum auch besser definieren. Aber ihr seht jetzt schon, dadurch, dass ich die Negativräume dieses Baumes gemacht habe, wird es schon interessanter. Und da arbeite ich es dann auch noch etwas mehr heraus. Und da könnt ihr auch immer wieder auf der Palette auf der gleichen Stelle bleiben, wenn ihr wollt. Und es dann auch, wenn ihr das zu arg tupft, dann habt ihr natürlich auch immer ein bisschen das Problem, dass es dann zu unruhig wird. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr das Ganze nicht zu crazy macht und das Ganze auseinanderfällt. Dementsprechend ist es in der Regel so, dass ich zum Ende meines Bildes auch immer wieder schaue, dass ich am Schluss dann eher Sachen aus meinem Bild rausnehme als reinmal. Also das heißt, auf die Entfernung immer wieder Abstand nehmen. Gebirge war da keins. Das sind Baumreihen, die hier hinten sind, Alex. Also das ist so, das sehe ich jetzt gerade aus dem Chat. Der Alex hat gesagt, ob der grünlich unterhalb violett finde ich interessant. Da werde ich jetzt auch noch dazu kommen, denn das hier muss ich jetzt dann einfach auch nochmal bearbeiten. Und ich werde jetzt noch einen kleineren Pinsel nehmen und mit dem dann meine dunklen Dunkelheiten dann auch machen. Ja, immer schauen, wie die Farbe ist. Und
da ist es echt wirklich gar nicht mal wirklich so entscheidend, ob das jetzt am Anfang gleich stimmt. Ich werde es da hier auch noch ein bisschen genauer machen, dass man das erkennen kann, dass das lesbarer wird. Und die andere Fläche, die ich jetzt auch irgendwann nochmal angehen muss, das hier, seht ihr, das fällt auch auseinander. Das heißt, sobald ich dann, das kann ich auch, ich sehe das auch immer ganz gut über den Bildschirm hier. Das hilft natürlich. Und die andere Sache, die zeige ich euch dann später. Also, das ist immer so diese Lock-Geschichte. Aber ich zeige euch später, wie ihr das auch kontrollieren könnt. Und wenn ihr eine Farbe habt, dann schaut, dass ihr die vielleicht gegebenenfalls noch irgendwo unterbringt, weil es dann eine Farbharmonie schafft. Und je mehr Farben auf der Oberfläche habt, desto mehr verzweigen die sich. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier diesen Pinsel, den ich jetzt habe, ne, also ich brauche jetzt hier diese helle Farbe brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ne? Wobei, so sauber ist der gar nicht mehr. Das triste Graubraun des Winters fehlt, sagt der Stilio. Ja, also das ist so, muss jetzt nicht sein. Ich finde, das solltet ihr mal schauen, der Winter, der hat ziemlich gute Farben. Also wenn ihr rausgeht, dann ist es so, dass es sogar der Himmel um einiges interessanter ist als oft der Sommer. Wenn ihr im Sommer dann immer diesen blauen Himmel habt, der so erbarmungslos scheint, dann. Na. Und die Farbe könnt ihr dann adjustieren. Na? Das heißt, es geht nur darum, dass ihr den Tonwert erst einmal schaut, dass der dann da ist. Da wäre jetzt vorsichtig. Das, was ich mache, ist jetzt so irgendwie ein bisschen problematisch, weil mir die Fläche dann auseinanderfällt. So, mal schauen, ob das eine Farbe ist. Yep. Will es ja mal zusammenziehen, damit es dann eine klare Fläche wird. Und dementsprechend. Stimmt, da waren Bäume im Hintergrund, sah etwas nach Gebirgszug aus. So habe ich das in Erinnerung. Meine Synapsen sind auch nicht so ganz frisch. Alles halb so wild. Alles halb so wild. Ja, gibt Schlimmeres. Und auch wieder schauen, dass ihr auch konsequent diese. Flecken. Das Gute an so einem Pinsel ist, dass wenn der jetzt eine gute Spitze macht, dann kann ich mit dem auch so Details machen, die schon immer eigentlich ganz gut. Ich habe den Satz leider jetzt nicht zu Ende gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Kann manchmal passieren. Sellerie, wie die Franzosen sagen würden. Sellerie. Oui. Ich muss eine nehmen, eine große Schlucke von den Getränken. Oui. Salut. So. Wo man stehen geblieben. Das da will ich jetzt aufräumen. Es ist auch so, da sind so Farben, das kann ich jetzt auch sehen im Bildschirm,
dass das zu unruhig ist. Und ich ziehe es jetzt erst einmal ins Kalte rein und werde was Warmes draufmalen. Aber diese Löcher, die da die Leinwand hatte, die ist mir zu... Das ist zu unruhig. Und jetzt, wenn ihr das jetzt anschaut, ist es so, dass das Ganze um einiges besser Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, also dass es sich dann besser staffelt. Das ist auch eine Geschichte. Man kann aber auch Tel Aviv sagen, Stelio. Auch wieder schauen, hier, ne? Der Tonwert ist jetzt zu hell. Jetzt wird er besser. Das ist der gleiche Tonwert ist wie das Grün. Das mische ich jetzt direkt daneben. Ich kann das jetzt dann mit dem Gelb machen, weil das Gelb würde jetzt den Tonwert nach oben bringen. Und das ist das Grundprinzip, das ich euch da zeigen kann. Das ist das Grundprinzip, das ist, dass ihr, ups, da ist jetzt, seht ihr, am Pinsel war jetzt eine andere Farbe dran, die ich eigentlich nicht gebraucht habe. Die ist jetzt da gekommen, da, ne? Kann ich jetzt wieder wegnehmen. So. Und auch schauen, wo ihr diese Farbe dann noch unterbringen könnt, das ist auch wichtig. Und auch diese Farben, ihr braucht da keine Angst haben, dass die zu kräftig sind. Das ist, geht gar nicht kräftig genug. Also das ist jetzt das Grundprinzip. Ne? Okay, die Ursula Meier fragt, könntest du mal zusammenfassend in wenigen Sätzen beschreiben, was denn den Impressionismus ausmacht? Das kann ich mir das nochmal aufheben. Dann machen wir es umgekehrt. Machen wir eine Pause. Die tut mir ganz gut, wenn ich eine Pause habe, weil dann schalte ich mal um und dann beantworte ich die Fragen, weil das einfach auch so eine Sache ist, dass ich schaue da immer, ich habe da oben einen Monitor. Also, was den Impressionismus ausmacht jetzt grundsätzlich. Es ist ja so, dass das ein Kunst... ein Kunstkritiker dann für ein Bild von Monet verwendet hat. Levant? Ich glaube, Impression Soleil Levant. Levant ist untergehend oder aufsteigend? Weiß ich jetzt gar nicht. Also mein Französisch ist echt so schlecht. Aber auf jeden Fall hat er aufgrund dieses Bildes und des Bildtitels dann gesagt, okay, das sind jetzt die Impressionisten. Tatsächlich geht es dann darum, die Impression ist dieser direkte Eindruck. Und das bedeutet natürlich, dass diese Malweise... Aber da würde ich jetzt echt groß ausholen. Diese Malweise steht eigentlich am Ende einer malerischen Entwicklung, die durch die ganze Malereigeschichte geht. Denn ich habe es das letzte Mal schon mal erklärt, dass es am Anfang so war, dass es eine tonale Malerei gegeben hat, die übers Hell-Dunkel geht. Und so wurden die auch ausgebildet. Und der Impressionismus, der macht was ziemlich anspruchsvoll ist. Also rein vom Malerischen her gesehen, nämlich, dass der Maler oder die Malerin im Schaffensprozess dann die Form und die Farbe gleichzeitig macht. Also Form, Farbe, Tonwert gleichzeitig malt. Und in der alten Malerei war das einfach so, dadurch, dass die jetzt tonal gearbeitet haben, haben die das klar aufgebaut, dass die in der Ausbildung erstmal die Zeichnung gemacht haben. Die Zeichnung war die Konstruktion. Das war, Zeichnung ist Messen. Der nächste Schritt von der Zeichnung war die Tonalität, also das Hell-Dunkel zu schaffen. Und das konnte man zum Beispiel dann erstmal mit Kohle machen. Und dann war das so, am Anfang der Malerei stand es so, dass die dann Schwarz-Weiß-Untermalungen gemacht haben oder Untermalungen in sehr
gebrochenen Farben, Todfarben nennt man die. Und das bedeutet, dass die dadurch sich auf die Form konzentriert haben, die Zeichnung, die Konstruktion und das Hell-Dunkel, also die Plastizität. Und dann sind sie drüber gegangen, haben Lasuren drüber gegeben und haben das farbig gestaltet. Also das heißt, sie haben diese einzelnen Schritte, haben die getrennt. Also das heißt, ein Dürer oder jetzt zum Beispiel ein Van Eyck, der ist hergegangen und hat erstmal eine Zeichnung gemacht. Und diese Zeichnung wurde übertragen auf die Platte. Und die wurde dann mit einer Grisaille übermalt, also mit einer Hell-Dunkel-Übermalung. Und dann sind Lasuren draufgekommen. Das heißt, die haben jeden Schritt separiert. Und der Impressionismus steht am Ende dieser Entwicklung, dass dann alle drei Sachen gleichzeitig gemacht werden. Also das heißt die Zeichnung, der Tonwert und die Farbe. Und deswegen ist es auch relativ anspruchsvoll. Also das heißt, es ist hilfreich, wenn man zeichnen kann. Und man sollte das Malen mit Tonwerten, also das heißt, das Erfassen der Tonwerte sollte man können und geübt haben. Und dementsprechend ist es so, dass es um den direkten Eindruck geht. Und dann kommt natürlich noch, also das wär natürlich auch so eine Sache, die jetzt ein bisschen ausschweifen würde. Es kommt natürlich auch andere Themen hinzu, die bei den Impressionisten einen großen oder eine Verschiebung gebracht haben, nämlich Themen, die vorher nicht bildwürdig waren. Also wenn ein Monet zum Beispiel einen Bahnhof gemalt hat, dann war das vorher nicht bildwürdig, weil vorher war die Historienmalerei ganz oben in der Hierarchie. Also das heißt, die Historien, ob es irgendwelche historischen waren oder mythologische oder biblische, waren erstmal dann die anspruchsvollste Gattung, weil es auch darum ging, große Kompositionen zu machen und eine Organisation von verschiedenen Figuren und Zusammenhängen auf eine große Leinwand zu bringen. Und die wurden aber auch so beurteilt, nachdem wie erfindungsreich jemand war. Das würde echt wirklich auch noch sogar ein bisschen weiterführen. Ich versuche wirklich auf den Punkt zu kommen, weil sonst schweife ich total ab, weil das geht echt bis in die Renaissance rein. Und die Impressionisten sind dann jetzt hergegangen und haben auch relativ unspektakuläre Themen dann gemacht. Also das heißt wirklich dann auch Züge haben sie gemalt. Da hat schon der Turner damit angefangen. Aber bei den Impressionisten war das eben so, dass es einfach ganz einfache Themen waren. Und natürlich die Landschaftsmalerei war in der Hierarchie nicht unbedingt ganz oben. Und also das heißt, man hat die Historienmalerei gehabt, dann hat man natürlich die Figurenmalerei gehabt. Irgendwann kam wahrscheinlich irgendwann die Landschaftsmalerei und als letztes dann die Stilllebenmalerei. Also es hat einfach so hierarchische Abstufungen gegeben. In der Wertigkeit war damals so. Und dementsprechend war das thematisch die eine Sache. Das andere war, in dem Falle hat man dann auch diese Malerei à la prima genannt oder au premier coup. Das heißt, dass die dann in einem Sitz dann diese Impressionen auf die Leinwand gebannt haben. Und natürlich die Sache war die, dass die aufgrund dessen, das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, durch die Erfindung der Bleitube haben sie die Möglichkeit gehabt, viel leichter ihre Farben nach außen zu bringen. Es hat vorher schon Maler gegeben, die Studien nach der Natur gemalt haben, aber so intensiv wie die Impressionisten ist es vorher nicht geschehen. Man muss aber dazu sagen, dass einer wie der Monet das nicht immer in einem Sitz gemalt hat. Also der hat dann auch zwischendrin die Farbe trocknen lassen. Er hat die Sachen dann auch nicht immer vor Ort gemalt, sondern aufgrund dessen, dass er so viel außen gemalt hat, hat er auch so eine große Erfahrung gehabt und auch, und das ist eine Sache, die mir über die Jahre hinweg immer wieder aufgefallen ist, so ein großes visuelles Gedächtnis. Und das hilft dir natürlich. Wenn du eine Situation schon so oft gemalt hast, dann kann man sie auch improvisieren. Gibt es noch irgendwie was anderes, auf was ich eingehen kann? Also das heißt, ich hoffe, dass ich das einigermaßen jetzt beschrieben habe. Es ist natürlich auch das Weglassen von Schwarz ist auch eine wichtige Geschichte. Und wie ich auch das letzte Mal schon erwähnt habe, dass das Kappen von den hellen Tonwerten, also von Weiß, und natürlich auch, dass es kein Schwarz gibt, auch Zeichen, also jetzt so grundsätzlich mal einfach auch so Kriterien sind. Schwierig sind natürlich solche Etiketten immer, weil kein Künstler mag ein Etikett auf sich draufgestülpt zu haben und dementsprechend gibt es eben Leute, die jetzt dazu tendieren oder küren, aber nicht wirklich, also oder manchmal rausfallen. Zum Beispiel die deutschen Impressionisten, also Lovis Corinth oder Max Lefort, die haben schon auch das Schwarz in der Palette gehabt. Soroya auch, also das ist auch so.
Okay, es tut mir leid. Ich habe jetzt schon wieder einen Satz, weil die Christine sagt, ich habe einen Satz im Leeren gelten lassen. Die Perle sagt, ich finde diese Technik zum Malen echt gut, aber echt eine Gewohnheitssache, denn ich habe versucht, mein letztes Bild mit Flecken zu malen, bin irgendwann wieder an mein gewohntes Malen gelandet. Das passiert aber ganz normal. Also ich versuche auch immer wieder das Neues und dann lande ich immer bei dem, was ich sowieso mache. Also und das, ich probiere es, ich mache es, ich probiere es, ich mache es. Also es ist irgendwie so ein immerwährendes Ding, bis es dann hinhaut. Ne? Okay, das geht so nicht. Schon wieder nach Komplex kam nichts mehr. Okay, ich weiß nicht ganz genau, wo ich den Satz aufgehört habe oder so. Ja, also das ist teilweise wirklich auch so, dass manchmal dann meine Konzentration flöten geht, dass ich, wenn ich mich aufs Bild konzentriere, dass ich manchmal einen Satz nicht fertig kriege. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Während des Erklärens geschrieben, gezeichnet, mich verhaspelt, es ist echt nicht. Okay, danke, ihr habt Verständnis. Christine sagt, seit dem Gouache-Seminar erzählst du uns, dass man nur Farben gleicher Tonwerte nebeneinander setzen soll, die sich farblich unterscheiden dürfen. Jetzt ist es doch eigentlich genauso. Ja, denn das wäre wiederum dann auch eine Geschichte, dass wenn ihr einen, also das ist die ganz entscheidende Sache, also das heißt, das Grundprinzip ist Licht und Schatten. Das heißt, wenn ihr einen Gegenstand habt oder ein Haus oder eine Person, was auch immer, das wird beleuchtet und es gibt die Lichterfamilien und es gibt die Schattenfamilien. Und für diese verschiedenen Familien solltet ihr einen Tonwert finden, also einen Helligkeitswert. Und wenn die Sonne scheint, ist der Unterschied zwischen, also wie bei mir jetzt, ist der Unterschied zwischen der lichten Stelle des Gesichtes und der dunklen Stelle des Gesichtes relativ stark. Wenn es bewölkt ist, ist es nicht so stark. Es ist aber trotzdem so, dass ihr da eine Farbe, einen Tonwert finden solltet und da einen Tonwert. Und wenn ihr aber jetzt in die Seite hier, also zum Beispiel da, wo mein Bartschatten ist, wenn ihr da jetzt eine andere, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt meine ganze Hautfarbe in einer Farbe angemalt und ich möchte hier jetzt den Bartschatten darstellen oder eine rote Nase, den roten Mund. Zum Beispiel die Unterlippe hat den gleichen Helligkeitswert wie die Haut daneben. Oder die Unterlippe hat den gleichen Helligkeitswert wie, oh, Entschuldigung, wie da, ne? Also das heißt, das Helle oder auch zum Beispiel das Weiße im Auge, das hat den gleichen Tonwert wie das Licht, wie der Tonwert der Haut hier. Und dementsprechend ist es so, kann ich das alles mit einer Farbe malen und dann den Tonwert auswechseln. Das hilft mir dann. Wenn ich jetzt den Bartschatten machen möchte und ich möchte das jetzt kühler machen, also bläulicher oder grünlicher, dann nehme ich meine Hautfarbe und mische dann blau oder grün rein. Was aber passiert ist, dass der Tonwert sich verändert. Wenn ich das reinmalen würde, also sprich, ich mache jetzt hier einen Tonwert und der ist dunkler, dann nimmt unser Auge diesen Tonwert hier als Modellierung wahr. Ich will aber keine Modellierung haben, sondern nur einen Farbtemperaturwechsel, damit ich darstellen kann, Säufernase, violette Augenringe vom nicht genug Schlafen, unrasiert. Ne? Also und das sind nur Farbtemperaturwechsel und keine Tonwertwechsel. Und es ist natürlich auch so, wenn ihr die großen Maler alle anschaut, dann kommen die in ihren Bildern mit ganz wenigen Tonwerten aus. Und das wäre jetzt eigentlich der nächste Aspekt, wenn euer Bild möglichst wenig Tonwerte hat, also dann ist es natürlich auch aus der Entfernung gut zu erkennen. Das heißt, Bilder mit ganz wenigen Tonwerten, also wie zum Beispiel Verkehrsschilder oder ja, Verkehrsschilder, die haben einen Tonwert, wo das Zeichen ist, und einen anderen Tonwert daneben. Die kann man aus der Entfernung gut betrachten. Sobald ihr einen dritten Tonwert einführt, wird das Bild ungenauer. Und wenn ihr einen vierten, einen fünften, einen sechsten Tonwert einführt, dann habt ihr zwar mehr Abstufungen, aber das Bild wird einfach unlesbarer. Und dementsprechend ist es so, wenn ihr jetzt eine Fotografie habt, müsst ihr hergehen und diese unheimlich vielen Tonwerte, die in der Fotografie sind, dann reduzieren und vereinfachen, damit euer Bild gleich, wie soll ich sagen, klarer wird. Und wenn ihr die Augen zusammenkneift bei dem Bild, dann ist es eben so, dass ich höchstens drei Tonwerte in dem Bild habe. Also es gibt so leichte Verschiebungen, aber es sind nicht wirklich viele Tonwerte in dem Bild. Ja. Der Chevara sagt, Schnelligkeit spielte wohl auch eine Rolle im freien Malen. Deshalb
Der oberflächliche Duktus, ja, das hat natürlich damit zu tun, dass sie sich natürlich was vorgenommen haben, was richtig schwierig ist, nämlich die Veränderung der Atmosphäre darzustellen. Und das bedeutet en plein air, dass diese Veränderung innerhalb von einer Viertelstunde, wenn ihr zum Beispiel, wenn die Sonne scheint und der Schatten wandert, dann ist er in einer Viertelstunde schon ziemlich gewandert. Und selbst wenn es bewölkt ist, ist es so, dass nach einer Stunde die Lichtsituation anders ist, weil auch hinter der Wolkendecke die Sonne wandert und dementsprechend sich die Farben verändern und die Atmosphäre verändert. Und dementsprechend hat zum Beispiel der Monet es hergegangen und hat dann, also da gibt es übrigens dann auch von Taschen, gibt es das Werksverzeichnis, das ist wirklich der Hammer. Weil da sieht man zum Beispiel, wie er die Serien gemacht hat. Also er ist zum Beispiel hergegangen, hat dann bei der Creuse, das war ein Fluss, ich weiß gar nicht in welcher Region, hat er dann eigentlich relativ abstrakte Kompositionen genommen und hat dann ein Bild angefangen, eine Stunde gemalt, weggenommen, das nächste Bild eine Stunde gemalt, weg, das nächste eine Stunde gemalt. Und dann ist er wieder dorthin gegangen und hat es dann weiter gemalt. Eben hat versucht, dann diese unterschiedlichen Atmosphären und Stimmungen nicht in einem Bild zu fangen, sondern in mehreren. Indem er dann wirklich sich eine ganz kurze Zeit, eben eine Stunde gegeben hat, um das Bild zu malen. Das war zum Beispiel ein Ansatz, den der Monet gemacht hat. Ja, okay. Guti, guti. Also, ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir in Endspurt. Also indem ich jetzt nochmal einen Schluck nehme. Also wie gesagt, super, wenn ihr Fragen habt und die markiert, ist es natürlich super. Also ich kann nur mal drauf hinweisen und ich glaube, ich werde es auch nochmal machen, dass ich einen Stream mache, wo es darum geht, wo ich das einfach mit den Tonwerten erkläre. Denn jetzt bei dieser wasservermalbaren Ölfarbe werde ich nochmal einen, also nicht nur einen, weil ich werde mehrere Streams dafür brauchen, wo ich dann die altmeisterliche Malerei erkläre. Also das heißt, eine Schwarz-Weiß-Untermalung, dann Lasuren und wie man dann da weiterarbeitet. Und da ist es ganz klar, wie Tonwerte und Farben getrennt werden. Ist natürlich ein guter Weg zu lernen. Also das heißt, wenn ihr das Malen lernen wollt, dann ist das Wichtigste, dass ihr als allererstes mal lernt, Tonwerte einzuschätzen. Das heißt, das, was ihr in Farbe seht, erst einmal in Schwarz-Weiß umzusetzen und da die richtigen Tonwerte zu haben. Und wenn die Schwarz-Weiß-Werte in dem Bild stimmen, dann passt auch die Räumlichkeit. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, euch auf die Komposition zu konzentrieren, auf den Rhythmus. Also das ist so, da steckt unheimlich viel drin in dieser Tonalität. Und wenn man das kann, kann man es auch verlassen. Also das heißt, wie gesagt, ne, wer die Regel kennt, kann sie auch brechen. Also, das heißt, geht es wieder zurück. Und in dem Fall werde ich gar nicht mal wirklich so wahnsinnig viel machen. Ich werde noch jetzt hier zum Beispiel werde ich noch dann den Schnee noch, also den Schnee kann ich jetzt noch mal reinsetzen und probiere jetzt mal. Und das ist natürlich das Coole dran, dass ihr, das da werde ich auch wegnehmen, dass wenn ihr dann diese Flecken reinmalt, ihr könnt ihr dann auch immer wieder korrigieren. Und die andere Farbe, die ich noch bräuchte, ist hier dieses. Ups, falsches Rot. Und ihr seht es, ne? Wenn ich die jetzt zu dunkel mache, dann hilft mir die nichts, weil ich sie nicht mehr erkennen kann. Und ich möchte trotzdem der Farbe eine Farbidentität geben. Das müssen wir aus der Entfernung, also dass es noch sichtbar ist. Auch wenn die, wie hier jetzt, ziemlich dunkel ist. Das ist dann so, da werde ich jetzt mal einen kleinen Pinsel nehmen und kann dann auch das andeuten, dass da
Das habe ich das letzte Mal mit der Mahlspachtel gemacht. Und ich würde das natürlich, man kann es auch immer mit einem noch feineren Pinsel machen, aber ich will das jetzt gar nicht, weil das auch außerhalb meines Konzeptes ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, ne, ihr seht jetzt so ein Loch habt, wo das dann so durchscheint, ne? Oder hier, wenn ich das dann, wenn ich da was drüber gebe, habt ihr gleich den Raum aktiviert auch. Und auch nur so punktuell. Das Ganze funktioniert ganz stark über das Augen zusammenkneifen. Und tatsächlich weniger ist mehr. Das ist auch so die Geschichte. Oft ist es dann so, dass ich das dann eher noch wegnehme, als dass ich stehen lasse. Also wenn mir das Ganze zu unruhig wird. Aber diese kleinen Details, die sind schon knusprig. Ne? Da wäre ich noch ein bisschen eine Aufhellung. Ihr seht es da zwischen dem Dach, kann ich dann noch eine Helligkeit draufsetzen. Aber wo war ich stehen geblieben? Ich war beim Grün eigentlich. Weil hier zum Beispiel, da habe ich auch zu viel die Leinwand stehen gelassen. Und das knallt mir zu arg raus. Also diese hellen Stellen hier, die knallen mir jetzt ein bisschen zu arg raus. Also das heißt. Und auch hier im Vordergrund kann ich zum Beispiel manchmal schon ein bisschen mehr Kontraste reingeben, damit auch das Auge hier vorne bleibt. Also das heißt, hier oben habe ich die ganzen Kontraste weggenommen. Und hier vorne kann ich sie ruhig ein bisschen stehen lassen. Damit der Betrachter eine Freude hat. Auch etwas hat, wo er sein Auge festhalten kann. So. Jetzt sehe ich, dass der Tonwert vielleicht ein bisschen zu hell ist, aber ich mache es jetzt sogar. Ah, das gefällt mir nicht. Ist mir zu violett. Und wenn ihr keine zu kontrollierten Strukturen haben wollt, dann nehmt euren Pinsel und füllt ihn voll, sodass er so ziemlich viel Farbe hat und schaut, wie er die Farbe dann los wird. Dass es eher zufälliger ausschaut und nicht so gerichtet. Yes. Ihr seht es jetzt, das habe ich jetzt mit dem Grün hier zugemacht und das ist so, das kann ich dann. Das kann ich dann wegnehmen. Und in dem Fall ist es ja auch, um bei diesem. Um jetzt bei dem Impressionismus zu bleiben, ist es ja auch so, dass ich. Nehmen wir mal. Ganz anderen Ton jetzt hier rein. Auch wieder, ich mische die Farbe direkt daneben. Das ist total wichtig. Und ich kneife die Augen zusammen, damit ich es dann sehe. Ja. Damit eben diese Flächen nicht so eintönig sind. Damit das Gleiche passiert, was ich hier auch gemacht habe, sollte ich das natürlich hier vorne auch machen. Na? Damit dann diese Farbigkeit dann sich steigert. Ich werde es auch im Grün noch ein bisschen machen. Das ist jetzt diese Farbe, die ist jetzt auf den Schnee. Und im Grün kann ich das jetzt, würde ich jetzt gar nicht einmal, ich mache mal hier zum Beispiel, seht ihr das? Die Farbe, die mische ich wiederum direkt daneben. Den gleichen Helligkeitswert hat. Da. Und das ist jetzt der grüne Ton. Und ich denke immer in diesen Tonwerten. Da habe ich auch noch. Da. Und je mehr Farbe drauf ist, desto besser ist es zu malen. Also ich würde jetzt auch mal
das ist jetzt ein bisschen kühn, was ich sage, aber ganz generell, ich würde jetzt mal sagen, dass man keine Fehler macht, aber was ich immer wieder beobachte bei Leuten, die malen und noch nicht so viel Erfahrung haben, das ist, je weiter sie in ein Bild kommen, desto ängstlicher werden sie. Und was damit einhergeht, ist, dass sie zu wenig Farbe dann verwenden. Und nur das Variieren der Grüntöne, das macht schon super viel aus. Also im Beleben einer Fläche. Ne? Und dementsprechend ist es auch total wichtig, diese Farben, wenn ihr einen Tonwert habt, der passt, nochmal wo reinzumalen. Und da rechts, das ist auch noch ein bisschen dunkler, das nehme ich den. Ah, da kann ich jetzt hin. Ja. Also, es ist schon ziemlich spaßig, muss ich gestehen. Im Hinblick darauf, dass es. So. Seht ihr, ich habe den gleichen Tonwert hingemischt. Tatsächlich wollte ich ihn einen Ticken heller machen. Und das kann ich jetzt auf meiner Palette sehen. Das ist der richtige Tonwert und ich mache ihn einfach eine Stufe heller. Und habe dann auch so ein Licht, das dann so reinscheint. Ja, ich sag's euch, das Malen ist schon echt geil. Da kann man nichts sagen. Jetzt hier zum Beispiel, wenn ich dann das wo drauf mal, wo man. Das ist jetzt zu dunkel. Ich gehe wieder einen Ticken heller. Ja. Und schau mal, ob ich die Farbe vielleicht. Können wir brauchen. Eine Sache, die mich jetzt die ganze Zeit wurmt, ist. Das mache ich jetzt auch noch fertig. Und ihr müsst dann auch immer entscheiden. Ja. Diese Formen, die muss ich jetzt einfach mal klarer definieren. Eben diese Oberkante. Dass die Form eigentlich auch ein bisschen deutlicher ist. Wobei, wenn jetzt das Ganze. Zu. Ich würde es nicht zu einfarbig machen. Das ist auch wichtig. Dass das Ganze nicht zu einfarbig daherkommt. So. Das da gefällt mir auch nicht. Da, das ist. Das muss hier unter dem. Muss es ein bisschen dunkler sein, dass das drüber hängt. Und genauso gut ist es dann auch so, das habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Das kann ich jetzt auch nochmal machen. Jetzt kann ich einfach auch mal die Kante nochmal draufsetzen. So. Und am Dach muss ich auch noch mal kurz was machen und dann kann ich es, glaube ich, relativ. Wo liegen wir in der Zeit? Ja, ich bin ganz gut. Also es könnte sein, dass ich die normale Spielfilmlänge erreichen werde. Hm.
Aber ich sehe gerade, da geht es um die Pinnwandnützel. Ja, ich glaube, das ist ganz gut erklärt. Ich muss es immer testen. Hast du mal? Ich mache es erstmal drauf. Tschack, da seht ihr es. Dann habe ich den richtigen Tonwert. Und ich kann aber auch dann gegebenenfalls den Tonwert auch nochmal ändern, wenn ich möchte. Und auch schauen, wo ich diese Farbe noch unterkriegen kann. Ja, ist eigentlich schon irgendwie knusprig. Also es ist so, es hat schon einen Vorteil, wenn man das Ganze nicht so unter Druck in einer Sitzung fertig machen muss. Also das ist so, ihr seht schon, dass ich da jetzt auch innerhalb der Zeit, also ich habe beim anderen Mal, habe ich dann irgendwie erst nochmal die ganze Fläche zugekoffert und jetzt ist es aber so, dass ich echt wirklich einen großen Vorteil habe, dass ich da jetzt einfach auch mit einer größeren Ruhe dann nur das gemacht habe, was ich ändern wollte. Das hier ist mir noch zu undeutlich, hier diese Kante, die will ich einfach noch rausarbeiten, dass das. Ich werde auch nicht auf die Bäume groß eingehen. Also das ist mir total egal, ehrlich gesagt. Das ist so. Und auch immer wieder schauen, ne? Das ist dann. Ah, vielleicht ist es trotzdem nicht so gut, ne? Der Kontrast ist ein bisschen zu arg. Jetzt zu dunkel. Ich ändere es. Yes. Immer schauen, dass ihr habt immer die Möglichkeit, dann diese. Zack. Und jetzt natürlich der Vorteil, dass die Farbe so nass ist und ihr könnt es dann so ineinander malen, ne? Ja. Cool. Und da oben, das wollte ich auch noch machen. Das hier ist die Dachfarbe. Und schau ich es an, ich gehe jetzt mit dem Blau, das Phthalo-Blau und das Gelb. Und durch das Gelb, ich muss nicht ein Weiß reingeben, durch das Gelb kriege ich das Phthalo-Blau auch heller. Und ich mische es direkt daneben. Ich muss es direkt daneben mischen, dass ich den richtigen Tonwert habe. Und so habe ich die Möglichkeit, eine Farbe reinzumalen. Wenn mir zum Beispiel ein Strich zu deutlich wird, dann habe ich die Möglichkeit. Und immer wieder schauen, wo kann man die Farbe auch noch unterbringen. Ja. Tja, schaut euch das Bild nochmal an. Ich glaube, ich bin eigentlich mit dem, was ich rüberbringen wollte, ganz gut dahergekommen. Also das ist dann so, ihr wisst ja, das Ganze ist ja auch so, dass ein Bild ist nicht fertig, sondern man hört einfach auf. Punkt. Das ist einfach so. Das zum Beispiel ist mir zu lang geraten. Da ist es auch so, dass ich das nochmal. Und diese Flächen, die sind schon super, weil die jetzt einfach auch so geniale Oberflächenstrukturen haben. Also ich werde es fotografieren und ich werde es dann auf Facebook und Instagram mal posten, dass ihr das seht, wie die Oberfläche ist. Und die ist echt richtig gut geworden. Und dann seht ihr auch natürlich die Farben, dass die.
dass sie natürlich auch ganz interessant geworden sind. Also das ist so, da steckt einfach unheimlich viel Farbe drin. Und tatsächlich ist es einfach so, man würde Farbe drauf malen, Farbe drauf malen, Farbe drauf malen und da wären wir jetzt beim Abspann. Meinen Zettel. Ja, also gibt es noch irgendwelche Fragen? Also das ist so, im Foto sieht es so aus, der Alex schreibt, im Foto sieht es so aus, als wenn der gelbe Anteil vom Himmel stärker einwirkt oder liegt es an meiner schlechten Auflösung hier? Was heißt, der gelbe Anteil vom Himmel stärker einwirkt? Warte mal kurz. Das weiß ich nicht ganz genau. Also ich habe die Farben übertrieben. Also ich habe die Farben eindeutig übertrieben. Das muss man auch sagen. Der Cerodin Verigeht, ich finde den Stefan klasse, danke. Finde ich super. Er hat eine unbeschwerte Art an sich, die einen nicht langweilt, sondern aufheilt und eigentlich auch uneigentlich zum Malen motivieren sollte. Also, seine Videos sind spitze, sehr gut erklärt, einfach top. Thank you. Finde ich sehr nett. Dankeschön. Danke, danke. Celio sagt, es ist wesentlich ruhiger geworden. New Groupies. Aber da kommt... Ja, also das heißt, wer auf Instagram, also falls das, weil das angesprochen wurde, wer auf Instagram ist und es gibt eben dann eine Gruppe, eine Chatgruppe, die nennt sich glatt New Groupies. Also ich habe den Namen nicht vergeben. Aber nichtsdestotrotz, wer rein möchte, muss mich einfach anschreiben. Er wird dann natürlich dazugefügt und da war es eigentlich in der letzten Zeit relativ ruhig. Ne? Also was ist da los? Habt ihr nichts gemacht? Wie wir verstanden haben, können wir jedes Bild angehen. Wenn wir die verstanden haben, die Moni, können wir jedes Bild angehen. Die Handschrift, das eigene, entwickelt sich erst, wenn man die Grundsätze verstanden und geübt hat. Na, das eigene ist immer da. Das ist das Interessante dran. Also ihr dürft, wie soll ich sagen, ihr könnt echt davon ausgehen, dass ihr immer diese Individualität habt. Also wenn ihr zum Beispiel nebeneinander sitzt, und das sieht man echt auch wirklich bei dem, schaut euch diesen Hashtag Pinnwandnützel an und schaut euch mal die Bilder an, die ähnlich sind. Also sprich, die das gleiche Motiv haben. Eben von den Motiven, die man bei mir jetzt auch da unten in der Videobeschreibung runterladen kann. Also dieses Motiv ist ja auch drin. Und das ist ja auch schon gemalt worden. Und das ist so super. Das schaut echt immer anders aus als das, was ich mache. Und das schaut anders aus als die nächste Person, die das malt. Und das ist super. Also darum geht's. Das heißt, eure persönliche Handschrift wird immer da sein. Nur eure Zielgerichtetheit und euer grundsätzlicher Eindruck, den ihr, oder auch natürlich das, was ihr erzielen möchtet, das hängt dann auch oft davon von euren Fähigkeiten ab. Also das heißt, je mehr Fähigkeiten habt, desto variabler seid ihr auch in eurem Ausdruck und könnt dieses oder jenes ausdrücken. Anders kann ich es nicht sagen. Das Bild vibriert. Chatte doch hier. Okay, der Hashtag ist diskutiert worden. Genau, The Woodsbelt fragt, wie komme ich da hin? Ah ja, genau, okay, also einfach mich anschreiben auf Instagram. Okay, hier, Perle Perle, vielen Dank, Stefan, was ihr Lehrer? Okay, das ist schon wieder Verabschiedung. Bild ist wunderschön geworden, danke, danke, danke. Alles super erklärt, hat mich hier Impressionismus wesentlich näher gebracht, sagt die Ursula. Die Angelika schreibt, super, Stefan, ist total gut geworden, Farben gefallen mir sehr gut, bin auf das Foto gespannt. Super, hast mich wieder weitergebracht, freut mich sehr. Die Ella, danke, es war sehr lehrreich, sehr interessant, das Bild ist sehr schön geworden. Ja, freut mich, also das sind ja schon die letzten Worte. Dementsprechend, weil es im Chat schon angesprochen wurde, danke ich natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung und überhaupt, dass ihr überhaupt existiert, das ist ja auch mal nicht schlecht. Die andere Sache ist, die Künstlerbibliothek ist am Freitag um 20.30 Uhr die Porträts und das nächste Webinar ist am 27.01. und da kommt dann die Malspachtel. Wurde schon im Chat angesprochen, es kommt dann. Wird natürlich relativ mühsam werden. Es kann sein, dass ich dann vielleicht einmal einen 4-9-Stunden-Stream mache. Also das heißt, nehmt euch gleich einen Kasten Bier mit oder eine Kiste Prosecco oder wie auch immer. Nee, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich bin auch mal gespannt, wie ich das dann in dem Stream umsetzen kann. Also weil ich auch die Spachtelmalerei...
Ich finde, da gibt es auch sehr viele Missverständnisse und die mit denen möchte ich auch aufräumen in dem Stream. Ansonsten, gut. Danke, 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 danke. Also insofern sind es jetzt eigentlich nur noch die salbungsvollen Worte. Fragen schaut es jetzt nicht mehr so danach aus. Und es wird schon gute Nacht gewünscht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Stream. Also macht's gut. Servus.